Hallo Kinder! Schönen Nikolaustag! Ich bin Senior Gond! Ihr kennt mich von der Gond! Ja, das kann doch nicht wahr sein! Was denn? Das ist doch nicht etwa! Das ist doch nicht etwa Senior Gond! Senior Gond! Und guck mal, was ich euch Schönes mitgebracht habe! Ihr schönen Unterberg! Ja! Ja! So eine Scheiße. Master Jim hat meinen von Alkohol vergifteten Körper von der Gond aufgeklaubt, damit ich euch heute ein paar Witze erzähle. Aber schauen wir doch mal nach, wie viele Likes das Gond-Video mittlerweile hat. Was? Noch keine 1000 Likes? Senior Gond ist enttäuscht von euch. Geht jetzt sofort auf das Gond-Video und lasst einen Like da, sonst werdet ihr mich nächstes Jahr dort nicht wiedersehen. Und weil Master Jim überhaupt keine Vorurteile hat, gibt's heute Spanier-Witze. Hier ist übrigens schönes Christbaumlicht im Hintergrund. Ich wollte nicht nochmal neu anfangen, weil ich das gerade vergessen habe anzumachen. Das hätte bedeutet, dass ich noch einen Unterberg trinken muss. Und mir ist jetzt schon schlecht. Also, liebe Leute, wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos! Was sagt ein Spanier, der zum ersten Mal eine S-Bahn sieht? Espanol. Lol wegen Espanol, das bedeutet Spanisch. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Den verstehe ich selber nicht. Vor kurzem war ein Wohnungsbrand in Spanien. Als die Feuerwehr das Fangtuch, also ihr wisst schon, da wo die Leute draufspringen, vorbereitet haben und die Person aus dem Fenster gesprungen ist, hat die Feuerwehr das Tuch weggezogen und gerufen, Olle! Warum schaut Donald Trump bei den Olympischen Spielen zu? Weil er wissen möchte, wie hoch die Spanier springen können. Dieser irrelose Bastard. Ich war letztens unterwegs in einem Behindertenheim und wollte Essen verteilen. Aber mein Slogan, Tacos für Spacos, kam überhaupt nicht gut an. Was heißt Leiche auf Mexikanisch? Tortilla. Treffen sich ein Deutscher und ein Mexikaner in einer Bar. Sagt der Deutsche, wir können über alles reden, bitte nur nicht über Fußball. Sagt der Mexikaner, ist Sex denn okay? Meint der Deutsche, ja, Sex, schön, schön, Sex ist super. Sagt der Mexikaner, oh, was haben wir euch bei der WM gefickt? Kinder, waren das nicht ein paar schöne Spanierwitze? Gebt diesem Video einen Daumen hoch und schreibt eure Spanierwitze unten in die Kommentare. Ihr habt es in der Hand, dann sehen wir uns nächstes Jahr auf der Gond. Ich muss jetzt gehen.